Hallo Leute, ich bin der Ahmed. Wir machen heute für euch eine Kalbsfleisch-Güvech. Das sind folgendes: einmal Kalbfleisch, frische Knoblauch, Zwiebel und vorgeschnittene Tomaten und Paprika und Pilze. So ein bisschen Öl in die Pfanne rein. Die Pfanne muss richtig heiß sein, damit der Fleisch direkt sich zieht und das Blut innen bleibt. So, die Pfanne ist heiß. Jetzt schicken wir unser Kalbsfleisch da drin. Einmal mischen. So richtig mal warten, bis das Fleisch mit dem Farbe sich ein bisschen zeigt, dass er vorbereitet ist, kann weiter. Ja. Weil Kalbfleisch ist ein bisschen schwer zu schätzen. So, jetzt kommen die Zwiebeln rein. Danach die vorgeschnittene Paprikas und frische Knoblauch. So, jetzt nochmal mischen. Und danach die Pilze. Ein bisschen Gemüsebrühe. Das Wasser von Gemüse. Bis das Wasser zieht, dann ist das vorbereitet. Gewürz, Oregano, Salz und Pfeffer. Und nehmen wir ein bisschen Muskatnuss dazu. Das gibt immer schön Aroma auf die Aufläufe. So, das muss ganz schön reinreiben. So, jetzt mal mit der Löffel abschmecken. Schmeckt lecker. Jetzt ein bisschen Sahnesoße dazugeben. Also das muss nicht ganz trocken sein, sondern ein bisschen flüssiges Wasser soll das auch da drinnen bleiben. Jetzt kommt der Punkt. Die Tomate. Es muss nicht ganz gekocht sein, die Tomaten. Können wir ein bisschen auch roh lassen. Damit der Geschmack von Tomate nicht so flüssig wird. Unsere Güvech da rein. Schauen wir erstmal weg. So, ist schon vorbereitet. Legen wir in den Güvech rein. Das Güvech heißt das Auflaufform auf Deutsch. So, das Güvech. Und ein bisschen Käse. Ne? Und danach rein in den Ofen. So. Jetzt circa 5 Minuten. Und dann ist der leckere Güvech vorbereitet. So, und bitteschön, ist vorbereitet. Guten Appetit, lassen Sie es schmecken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de